Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit dem T28 Prototyp, gespielt vom Panzertoast 2015. Vielen Dank an dieser Stelle. Bert passt die Karte und Top Tier ist er mit seinem Achter. Und ich hab's mir, fast schon gedacht, dass er hier sich gleich Richtung Hügel hoch orientieren wird. Ist nämlich mittlerweile sehr gern genommen, weil man von da aus super auf die Brücke nämlich zielen kann. Und da wunderbar wirken kann. Ja. Wenn er es endlich mal geschafft hat, hier hochzukommen, es dauert natürlich ein bisschen, weil er ist jetzt nicht der schnellste aller Panzer. Und so ein Berg mit 7 km/h dauert dann auch ein bisschen. Aber er hat es gleich geschafft. Nur noch ein kleines Stückchen, dann ist er auch schon oben. So, so gut wie fertig. Und nun, man sieht übrigens, dass er einen sehr gut drehenden Turm hat, also anders als der andere Panzer, dass er da wirklich einen schönen Richtbereich hat. Das ist nicht bei allen der Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke, die den Prototyp auszeichnet. Man sieht, er kann nämlich den Turm, ja, jetzt müssen wir mal warten, jetzt kommt er auf die Stelle, wo ich nämlich meinte, dass er von hier oben beschießbar ist. Nein, da kommt er nicht. Er kann nämlich sozusagen den Turm bis hier hinten auf die beiden Seiten drehen. Ha! Noch den Hit mitbekommen. Also das heißt, sehr, sehr, sehr weit drehbar. Aber wenn ihr euch ganz hinter ihn positionieren könnt als Gegner, dann hat er auch keine Chance mehr. Also das muss man wissen. Und man sieht auch ein sehr schnell drehender Turm. Also dementsprechend einfach mal schnell so zu umfahren ist nicht so easy. Achtet also auch da ein bisschen drauf. Der Gegner drückt jetzt gut durchs Tal da schon durch. Da ist ein Cromwell, ein VK und ein Tiger. Aber da sind sie recht massiv unterwegs. So, da der T-34-100. In der Mangelung schönerer Ziele. Aber diesmal hat er nicht geklappt, leider. 0 zu 1 steht's. Eine so ist schon raus. Und ansonsten ist hier nicht viel los. Also durch die Mitte kommt gar nichts. Hier unten, wo er noch gut... Was war das? Da war... Vielleicht ist er schon gefrustet, dass er nichts schießen kann. Aber ich glaube, er muss sich mal so peu à peu entscheiden, was er machen will. Er ist... Ja, jetzt schaut er mittlerweile schon seinen Panzer an. Zeigt, dass er einfach gerade gar keine Ziele hat. Und auch wahrscheinlich keinen Plan, was er jetzt machen will. Will er da jetzt wegfahren? Will er woanders hinfahren? Er weiß es wohl einfach nicht. So, schießt er jetzt vielleicht den Berg nochmal ab? Nee. Ich glaube aber, dass der Gegner hier unten gleich durchbrechen wird. T-43, Skoda und so in die Richtung. Da sind sie nämlich auch verhältnismäßig viele. 1 zu 4 steht's. Also ich glaube, der wird hier gleich Arbeit bekommen. Es dauert nur noch ein bisschen. 1 zu 5 steht's. Ja, die Jungs da unten sollten sich einfach mal zurückziehen. Da sich so aufreiben lassen, bringt nicht. Der Panther wird wahrscheinlich als nächster dann draufgehen, weil der ist so eingekeilt, dass der Gegner gleich auf ihn wirken kann. 1 zu 7 steht schon. So, der T25 Skoda fährt zurück, lässt dabei It jetzt nochmal schnell stehen. Also die Community bei World of Tanks ist wirklich sehr feindselig. Also ich hoffe ja, und dass da Wargaming irgendwann mal irgendwas einführt, dass ein sehr schlechtes Verhalten auch irgendwie höhere Strafen nach sich zieht. Ich muss sagen, so eine Tribunalidee, wie es bei League of Legends gab oder gibt, fand ich da sehr, sehr cool, dass die Spieler einfach das Verhalten bewerten und da dementsprechend eher wie so ein kleines Schiedsgericht dann vor die Nase gesetzt bekommt. Sowas wäre ab und an auch mal hier in dem Spiel nicht wirklich schlecht. So. Und der Skoda ist jetzt auch mal zu ihm nach oben dazugestoßen und jetzt kommt der erste Panzer, der beschießbar sein wird. Und zwar der T-34.
Erster Hit. Der Skoda kommt nicht mal durch. So, nochmal ein. Jetzt ist er auch offen. 3 zu 10 steht es mittlerweile. Und jetzt 4 zu 10. Ja. Von Anschluss will ich hier noch nicht reden. Der Skoda bewegt sich erst gar nicht. Angsterstarrt vor dem T28. Denkt sich, nein, ich mach nichts. Dann sieht er mich nicht. Da kommt jetzt gleich ein T34 hoch. 5 zu 13. Also jetzt ist er hier alleine mit seinem Skoda-Kompagnon. Sehr schöner Blindshot. Jetzt haben sie auch bald das Problem, dass sie von hinten attackierbar sein werden. Daher kommt jetzt der E25. Der guckt aber nur. Und da der T34. Auf dem Helm, aber unglaublich schwierig da zu beschießen. Jetzt kommt da der Churchill, auf den kommt das schön wiederum drauf, ja. Wie gesagt, bisher haben sie das Glück, dass der Gegner noch nicht hinterhalb auf sie drauf kommt. Und da der E25. Au, noch 9 HP. Das ist nicht mehr viel. Also, ich habe schon mal so ein ähnliches Match kommentiert wie hier. Oh, jetzt wird die Basis gekappt. Das heißt, hinter ihnen sind sie. Da kommt der AMX 50-100 hoch. Irgendwie hat das noch nicht so ganz auf der Uhr, den jetzt aber. So, 2 Hits. Scheinbar hat er hier das Glück, dass der AMX 50-100 nicht komplett geladen war, weil sonst hätte er den hier weggemacht. Sondern irgendwie hat er sich merkwürdig fokussiert. Da jetzt der T34. Jetzt ist er offen. Also, er muss sich hier wirklich den Gegnermassen stellen. Der T34 ist an ihm abgeprallt und er wiederum nimmt ihn direkt raus. Schön gemacht. Der VK hat auch geschrieben, nur noch 6, die übrig sind, und jetzt schreibt er 5. Er hat auch noch Zeit, ein Smiley zu schreiben. Also wenn sich der Gegner so organisieren würde, dass sie zusammen auf den fahren würden, wäre es kein Problem für den Gegner. Wenn der Gegner allerdings einzeln nacheinander da hochfahren will, dann wird es schon deutlich schwieriger. So, jetzt hat er da den Turm und damit ist der T34 jetzt mal ein One-Shot. Natürlich profitiert er hier auch immens, dass der Gegner keine Arti hat. So, und jetzt kommen hier 2 Stück hoch. Aber durch den Hügel ist es halt auch einfach nicht so easy. Man müsste aber nur drücken. Die Jungs müssten nur drauf drücken. Kurz mal vielleicht warten. Aber so, mit 6 km/h den Berg da hoch zu tuckeln und dann sich hier gegen doch ein gut gepanzertes Monstrum zu erwehren, ist nicht so easy. Wahnsinn. Ja, jetzt hoffentlich schreibt der VK 3. Damit wäre es nämlich, glaube ich, viele. Oh, jetzt schießt er mit HE. Aber, naja. HE stört ihn nicht so stark. Er schießt einfach mit AP zurück. Und jetzt ist auch der weg. So, jetzt dürfte entweder der OI oder der Churchill im Cap stehen. 7 Kills hat er schon. So, er bekommt sogar schon von seinem Gegner, der noch lebt, das Good Game Prot. So, jetzt kommt er schwierig drauf, aber musste sich Gott sei Dank nicht droppen lassen, weil das wäre für ihn nicht förderlich gewesen, sondern konnte hier ganz knapp an der Kante noch auf den Churchill schießen.
der OI und der Churchill. Jetzt bin ich gespannt, wie er das löst. Ich würde jetzt da runterfahren und dass beide sozusagen vor mich kommen, nicht zwischen die beiden droppen lassen. Genauso, richtig gemacht. Und jetzt auch nicht so unbedingt ganz viel Seite zeigen, weil jetzt cappen sie ja nicht mal mehr. Zack. So, der ist weg. OI hat jetzt geschossen. Nochmal so ein Hit vom OI und der wäre weg. Aber, nein, er prallt ab. Jetzt wird es nochmal knapp. Alter Verwalter. So, er wackelt mit dem Turm und jetzt nimmt er ihn raus, weil der OI wohl ein Munitionslager weg hatte. Ja, 9 Kills. Sehr verdient hat das Game aber für sowas für sein Team gewonnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, weil ich fand es sehr gut, auch wenn es statisch war. Aber er hat es taktisch wirklich gut gemacht und hat einfach von der Doofheit der Gegner partizipiert. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.